Liebe Studierende, wir sind im Hugo-Diesler-Saal gelandet, hier in der Mitte Berlins, und wollten uns hier noch zum Abschluss ein bisschen mit studentischem Leben befassen. Das studentische Leben gehört so zum Studium wie auch das Studieren, damit man sich mit Kommilitonen treffen kann und tatsächlich auch andere Dinge in der Universität erlebt als nur Lernen und Studieren. Es gibt vielfältigste Sachen, die darunter fallen, die Initiativen, die in den Fachschaften laufen, die Organisation der studentischen Rechte und Möglichkeiten im Bereich der verfassten Studierendenschaften, Engagement in der Law Clinics, im Nachhaltigkeitsbüro, im Bereich von beispielsweise GNU-HU, einer Initiative, die sich mit Nachhaltigkeit im Web auseinandersetzt, oder auch Initiativen, die im Bereich tatsächlich der Musik an der Humboldt-Universität liegen. Es gibt dort vieles, das Symphonische Orchester, der Philharmonische Chor und auch die Studentische Philharmonie. Vieles, was normalerweise diesen Saal knüppelvoll macht. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation unter Corona. Und es freut mich sehr, dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten können mit Universitätsmusikdirektor Konstantin Alex. Und ich habe bestimmt was vergessen zum Bereich Musik an der HU, Herr Alex. Ja, in der Tat sind wir hier im Hugo-Diesler-Saal im Herzen der Musik an der Humboldt-Uni. Und dieser Oberbegriff Musik an der Humboldt-Uni umfasst tatsächlich drei Chöre, zwei Orchester und eine Big Band. Das staffelt sich ein bisschen, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, im Chor zu singen. Es gibt einen großen Oratorienchor, das ist der philharmonische Chor, den ich leite, jeden Donnerstag hier in diesem Raum. Dann gibt es einen mittelgroßen A Cappella-Chor, den ein Kollege leitet, auch hier im Saal. Und es gibt noch einen kleinen, feinen Kammerchor, sodass wir also die gesamte Breite des Chorgesangs hier abbilden. Und wir haben zwei Symphonieorchester, die im Grunde nach dem genau gleichen Prinzip gestrickt sind. Hauptsächlich sind es die Studierenden, die hierher kommen und sich erinnern, dass sie mal in ihrer Musikschule ein Instrument gelernt haben, was eigentlich schön wäre, wenn man es wieder aktiviert. Und es gibt aber auch andere, die wollten mal Musik studieren und sind also insofern richtig fit auf ihren Instrumenten. Und diese schöne Bandbreite von Menschen, die die verschiedensten Dinge studieren an unserer Uni und die zum Teil sehr fit sind auf ihren Instrumenten, zum Teil wieder anfängermäßig sich rantasten müssen, die finden sich alle zusammen in unseren wunderbaren Orchestern. Es gibt zwei, weil der Andrang relativ groß ist und weil wir auch eben immer ein Projekt mit dem Chor zusammen machen, weil es ja ein philharmonischer Chor ist. Insofern, ein Orchester ist immer mit dem Chor zusammen und eins macht ein symphonisches Programm alleine. Und diese beiden Orchester wechseln sich immer ab. Und dann gibt es noch die wunderbare Big Band, die bedient den ganzen Bereich des Jazz. Das heißt also, wer eine Stimme zum Singen hat, der kann sich einen Chor hier aussuchen. Und wer ein Instrument gelernt hat und sich darauf wieder weiterbilden will, der kann unsere Orchester besuchen. Und wer im Jazz zu Hause ist, der geht zur Probe der Big Band.